Maxi, wie jedes Jahr im Sommertrainingslager gab es heute wieder einen kurzen Erste-Hilfe-Kurs. Wie wichtig ist es, dass man da die ganzen Informationen nochmal auffrischt und selbst auch nochmal üben kann, wie das dann wirklich im Ernstfall funktionieren soll? Sehr, sehr wichtig. Also zum Glück machen wir das jetzt, wie du schon gesagt hast, das dritte Jahr hintereinander, und es ist ja jedes Jahr trotzdem wieder spannend, auch wenn wir es natürlich jetzt kennen, aber ich glaube, es schadet keinem, immer wieder Auffrischung zu haben, und es, ja, man merkt es, auch am Fußballplatz ist immer wieder passiert, und die Herren machen das richtig gut, und es ist wichtig, einfach zu handeln, was zu tun, du machst nichts falsch, wichtig einfach, dass du es tust, und ja, das geben es allen weiter, und ich glaube auch für die Jungen ist es einfach wichtig, zu lernen oder zu hören von den Profis, dass man es einfach machen soll, und von dem her wichtige Sache für uns. Vielen Dank. Jan, vielen Dank, dass du und dein Team euch heute Zeit genommen habt, um der ganzen Mannschaft und den Betreuern nochmal die erste Hilfe näher zu bringen. Wie wichtig ist auch aus deiner Sicht genau, dass man diese Informationen wieder auffrischt, vor allem wenn man daran denkt, was bei der Europameisterschaft 2021 passiert ist? Ja, uns ist das natürlich wahnsinnig wichtig, deswegen machen wir es auch jedes Jahr. Und vor allem, weil ich glaube, dass es eben um die ersten Minuten oder vielleicht sogar ersten Sekunden geht, wo man wirklich einfach jemanden braucht, der vielleicht der direkte Nebenspieler ist, um die Erste-Hilfe-Maßnahmen zu beginnen und die lebensrettenden Herzdruckmassagen vor allem zu beginnen. Also das ist einfach so, dass man weiß, dass vor allem die Zeit der wesentliche Faktor ist, wie das Überleben sein wird oder wie auch die neurologische Möglichkeit danach sein wird, wie sich der ausdrücken kann, bewegen kann. Und also der wichtigste Faktor ist die Zeit, deswegen wollen wir einfach üben und das nach Möglichkeit bis in einen Automatismus trainieren. Reicht es da aus, wenn man sich einmal im Jahr Zeit nimmt für einen Erste-Hilfe-Kurs, um das Ganze wieder aufzufrischen und den Automatismus zu trainieren? Ja, die Antwort kann nur Ja und Nein sein. Also es ist natürlich die Frage, was das Ziel ist, das man erreichen will. Ich glaube, für den wesentlichen ersten Schritt, dass man einfach unmittelbar daneben einmal erstens erkennt, ich bin der helfen muss, und zweitens hingeht und das beginnt. Ich glaube, das kann man mit einem Mal im Jahr gut in Erinnerung rufen, und auch diese ersten Handgriffe kann man sehr gut üben. Ja, das glaube ich schon. Wenn man natürlich auf höchstem Niveau Intensivmedizin machen will, dann wird das vielleicht nicht funktionieren. Zum Abschluss, ihr habt auch die Spieler selbst probieren lassen, wie das funktioniert, im Ernstfall anhand einer Puppe. Wie zufrieden warst du mit dem Ergebnis? Erstens einmal schon mit dem heutigen Ergebnis sehr zufrieden. Also es ist beeindruckend, wie viel da einfach schon an vor allem auch Motivation ist. Und ich kenne das von anderen Erste-Hilfe-Kursen, dass irgendwie zuerst einmal ein verhaltenes Schweigen ist. Das war sehr kurz in diesem Fall. Also es gab immer gleich motivierte Ersthelfer. Das hat mich sehr gefreut. Und was ich auch gesehen habe, ist jetzt im Verlauf über diese drei Jahre, dass das anscheinend eine Wirkung zeigt. Also dass zumindest das Thema präsenter ist und dass es schneller geht und dass die wir schon öfter gesehen haben und mit denen wir schon öfter geübt haben, dass die einfach dass die das gut können. Ja. Also es ist wirklich motivierend, das zu sehen. Das machen wir weiter. Jan, vielen lieben Dank, und auch vielen lieben Dank an deine Kollegen. Danke vielmals. Yeah. Losradeln im Burgenradland. Auf über 3000 Kilometern Radwegen. Und 40 Kilometern Singletrails. Burgenland, die Sonnenseite Österreichs.